Sie sind schön anzuschauen und erfüllen zusätzlich noch eine wichtige Funktion: die fast ganzjährig blühenden und duftenden Insektenweiden. Jena Wohnen plant schrittweise an bis zu 9 Standorten in Lobeda, Winzerla und Jena Nord Grünflächen in bunte Blumen- und Kräuterwiesen umzugestalten. Insgesamt ist dafür eine Fläche von 2,5 Hektar vorgesehen. Dafür wurden in der Fregestraße und am Händelweg noch einige vorbereitende Arbeiten getroffen. Im vergangenen Jahr wurde dazu eine Analyse durchgeführt und entschieden, welche Samen für das Gebiet verwendet werden sollen. Die Aufgabenstellung war ja die, aus Rasenflächen Wiesen zu machen. Und dazu war es notwendig, zunächst erst einmal zu untersuchen, was ist denn überhaupt im Bestand da, worauf weisen die Pflanzen, die wir hier vorfinden, hin, was den Boden, die Bodenfeuchtigkeit, die Nährstoffangebote etc. betrifft. Und danach wird dann die Rasen- bzw. die Samenmischung ausgewählt, die dann hier aufgebracht wird. Auf all den 3 Flächen, die wir hier an der Fregestraße haben, kommen verschiedene Samenmischungen drauf. Und das erfolgt halt in mehreren Schritten. Im ersten Schritt musste die bisherige Grasnarbe aufgerissen und der Boden durch einen Grubber aufgelockert werden. Im Anschluss daran wurden sowohl Kompost als auch Dünger großflächig verteilt, bevor die Samenmischungen ausgestreut werden konnten. Auf insgesamt 3 Flächen in der Fregestraße werden verschiedene Samenmischungen angepflanzt. Ihre Zusammenstellung ist abhängig von Bodenbeschaffenheit und Wetterbedingungen der einzelnen Standorte. Also das sind Samenmischungen, die aus bis zu 60 verschiedenen Pflanzenarten zusammengestellt werden. Das sind in der Regel Blütenpflanzen, also ein- und mehrjährige Blütenpflanzen und ein geringer Anteil Gräser. Warum? Weil wir hier keine Weide brauchen oder keine Wiese, die als Tiernahrung dient, sondern unser Aspekt liegt auf dem Schwerpunkt Insekten und Vögel und die brauchen naturgemäß Blütenpflanzen. Und die Blütenpflanzenzusammenstellung auf den 3 unterschiedlichen Flächen erfolgte halt unter dem Aspekt der Standortwahl. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel an der Fläche am Giebel eine Zusammenstellung, die mehr für trockene, sonnige, heiße Flächen mit einem geringen Nährstoffangebot ausgewählt wurde. Während wir in dem Bereich, wo der Boden relativ nährstoffreich und auch einigermaßen frisch ist, mehr den Aspekt der Blütenfülle und das etwas höhere Nährstoffangebot berücksichtigt haben. Zum Schluss wurde die Fläche noch mit einer Schutzschicht aus Stroh bedeckt, damit Regen, Wind und Vögel dem Saatgut nichts anhaben können. Bis die 2400 Quadratmeter Insektenweiden in der Fregestraße jedoch in voller Blüte stehen, müssen sich die Bewohner noch ein wenig gedulden. Ab kommendem Jahr, noch mehr aber in den Jahren danach, werden die Wildblumen- und Kräuterwiesen Insekten mit ihrem Duft anlocken und pollensammelnden Tieren fast ganzjährig Nahrung bieten.